Sind kassenversicherte Patienten zweiter Klasse? Kann ich mir im Alter Pflege überhaupt leisten? Und warum in aller Welt müssen Krankenhäuser Profite machen? Wir brauchen endlich ein gerechtes Gesundheitssystem. Die Linke möchte Missstände im Gesundheitswesen im Interesse aller beenden. Allen voran den Pflegenotstand. Dafür brauchen wir 100.000 neue Stellen für Pflegekräfte in Krankenhäusern und nochmal 100.000 Stellen für Altenpflege und Langzeitpflege. Wir wollen aber auch, dass nicht nur geklatscht wird als Anerkennung, sondern dass Pflegekräfte auch mehr Lohn bekommen. 500 Euro jeden Monat mehr, das muss einfach drin sein. Warum muss ein Krankenhaus Gewinn machen? Gesundheit ist doch keine Ware. Ein völlig absurder Gedanke. Krankenhäuser und Gesundheit, das muss zur Daseinsvorsorge gehören. Deswegen wollen wir, dass Krankenhäuser wieder rekommunalisiert werden und dass die Fallpauschalen endlich abgeschafft werden. Was medizinisch notwendig ist, muss ohne Zuzahlung jedem zur Verfügung stehen. Und das ist bezahlbar mit einer solidarischen Krankenversicherung, in die alle einbezahlen. Und trotzdem würden alle Menschen, die unter 6.300 brutto monatlich verdienen, sogar weniger an Sozialbeiträgen zahlen. Weniger Beitrag zahlen für mehr Leistung, das ist, was die Linke meint, wenn sie sagt, wir machen das Land gerecht.